Ihr wollt etwas unkonventionell Märchenhaftes? Dann hört jetzt genau zu. So, hab mich heute entschieden für verzaubert. Und ich würde gerne einen von den Uhrzeitwürfeln mitnehmen. Ich nehme die goldene Mitte einfach, um da so ein, vielleicht so ein Crossover hinzukriegen. Und, und ich habe einen coolen Kreisel hier liegen, den ich zum Abschluss bekommen habe. Und jetzt bringt mir hoffentlich nur viel Glück. Okay. Wir haben einmal etwas, das aussieht wie Rotkäppchen, einen geschnittenen Beutel, einen Brunnen und einen Vulkan. Gut. Also unser Rotkäppchen geht eine Runde im Wald spazieren, ist schließlich schon älter als damals, vor vielen, vielen Jahren, als ihr Bruder noch lebte. Hat ihr Säckchen geschnürt, ihr Bündelchen, und beschließt Rast zu machen an einem Brunnen. Einem Brunnen am Rande des Waldes. Von dort aus konnte man die ganze Szenerie gut überblicken. Das Dorf mit dem Kirchturm, der rauchende Schornstein, der Schmiedewerkstatt und das geschäftige Treiben der Bauern, die ihre Karren über die Wege hiefen und ihr Vieh auf den Feldern antreiben, um mit Pflügen die Erde zu durchgraben und um die Saat ausbringen zu können. So, jetzt saß sie dort an diesem Brunnen und aß genüsslich ein Stück Brot und dazu etwas Käse. Es war ein ganz gemütlicher Tag für Rotkäppchen. Es waren quasi ihre paar ruhigen Minuten am Tag. Doch das Ruhige schien doch nicht anhalten zu wollen. Erst zitterten die Steine nur, auf denen sie saß. Auf dem Brunnenrand, auf dem gemauerten Brunnenrand saß sie. Und es fing etwas an zu zittern. Auch der Boden zitterte merkwürdig. Und auch im Dorf. Aus der Ferne sah man, dass einige Leute stutzten und anhielten. Und der Boden zitterte immer mehr. Staubwölkchen stiegen auf. Er bebte und bebte und bebte. Und in dem Brunnen stieg etwas hoch. Immer, immer höher sah sie. Sie dachte, das Wasser kam ihr entgegen, schrie auf, rannte los, fiel jedoch hin, weil das Beben der Erde inzwischen so stark geworden war, dass sie nicht mehr geradeaus laufen konnte. Und so lag sie auf dem Boden, blickte zum Brunnenrand empor und über dessen Rand lief eine Flüssigkeit. Sie glänzte stärker als die Sonne, lief über den Boden und wurde dort fest. Fester und fester. Rotkäppchen kroch davon weg. Sie kannte es nicht. Sie lief und lief. Aber sie fiel bei jedem Schritt hin, den sie laufen wollte. Denn das Beben hörte noch nicht auf. Es wurde schwächer, langsam schwächer. Und Rinnen glitzerndes Goldes ergossen sich aus dem Brunnen über den Boden. Es dampfte und zischte und sprühte heiße Funken. Einer landete in Rotkäppchens Gesicht auf der Wange. Sie schrie vor Schmerz, verbarg ihr Gesicht mit den Händen und wartete. Spürte das Beben. Drum, 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 drum. Spürte, wie es weniger wurde. Drum, drum. Und schließlich kam der Atem der Erde zum Schweigen. Die Stimme des Bebens versiegte und Rotkäppchen blickte auf, einen glänzenden, funkelnden Fleck genau unter dem Auge. Sie war sich nicht sicher, traute sich nicht zu gehen, noch zu bleiben. Doch bald fasste sie sich ein Herz, rannte los, und zwar rannte zum Schmied.
Der Schmied kannte sich aus, der Schmied war ein Mann der Tat. Und so kamen sie mit dem Schmied zum Brunnen zurück und er betrachtete die erkaltete Masse, hämmerte ein wenig drauf rum, machte ein, zwei Proben mit einer anderen Flüssigkeit und beschloss, es war Gold. Der Brunnen steckte voller purem Gold. Gold aus einem Erdspalt, aus einem Vulkan, aus einer Öffnung in der Erde unter dem Brunnen. Und bald darauf wurde Rotkäppchen zur Goldmarie des Dorfes ernannt. Sie war die reichste Frau, aber jeder im Dorf hatte genauso viel von ihrem Reichtum, denn sie behielt das Gold des Brunnens nicht für sich, es war genug Gold. Und so erlebte das Dorf ein goldenes Zeitalter, blühte auf und es gab viel Zufriedenheit. Und das Dorf wurde schlussendlich ein berühmter Erholungs- und Kurort, Ferienort für Lords und Ladies aus der Umgebung, sozusagen. Das ist natürlich damals keine englischen Lords und Ladies waren, sondern die Vogte und Vögte, die Landesherren. Alle, die von Bedeutung waren, sahen dies als Jagdresort an, die Herren und die Damen, als Erholungsort für vielen Spaziergängen und dem goldenen Brunnen. Und sie kehrten ein in das Gasthaus, in das Hotel vielleicht sogar schon, das erste frühe Hotel der Goldmarie. Und wussten heimlich nicht, dass es eigentlich Rotkäppchen war, die vor Jahren so ein tragisches Schicksal erlitten hat und doch jetzt noch viel glücklicher in ihrem Dorf lebt als je zuvor. Ich weiß gar nicht, was ich immer mit dem Vulkan habe. Den scheine ich jetzt schon das zweite Mal gehabt zu haben und er ist ein sehr starkes Bild und es war schwer, ihn tatsächlich einzubauen. Und ich finde es schön, dass es so eine Art abgewandeltes Märchen ist, eine Fortsetzung von Rotkäppchen. Es hat durchaus was. Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen kürzer war. Es ist ein interessantes Experiment und man muss, glaube ich, auch schauen, dass man das gut kombinieren kann. Und ich denke eigentlich, dass man Verzaubert und Urzeit gut kombinieren kann, weil Verzaubert die relativ viele magische Möglichkeiten lässt. Halt auch in Urzeit artige Sachen zu springen. Schlussendlich würde mich natürlich noch interessieren, in welche Richtung ihr gegangen wärt. Hättet ihr Rotkäppchen tatsächlich als Rotkäppchen gelassen oder hättet ihr sie einfach als Mädchen verstanden, als magisches Mädchen? Das ist, glaube ich, so eines der Hauptdinge, die mich so interessieren würden. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und vergesst den rotierenden Daumen nicht. Links oben die einzigartige Möglichkeit für ein Abo. Darunter ein Video für noch mehr Spaß und rechts eine Playlist, die ihr euch vielleicht gerne anschauen möchtet. Viel Spaß damit!